Die Mondlandung von Nova C ist geglückt. In der vergangenen Nacht meldete die US-Raumfahrtbehörde NASA das Aufsetzen der Sonde auf dem Erdtrabanten in einem Krater rund 300 Kilometer vom Südpol des Mondes entfernt. Damit ist erstmals eine kommerzielle Mondsonde auf dem Mond gelandet. Zugleich ist es die erste unbemannte US-Mondlandung seit mehr als 50 Jahren. Der Lander mit dem Spitznamen Odysseus soll nun im Rahmen des Artemis-Programms wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Mond durchführen.